Die portugiesische Legende wird 33 und deswegen wird es Zeit, nach 5 möglichen Stationen zu schauen, wo er seine Karriere beenden könnte. Alles jetzt gleich nach dem Intro. Cristiano Ronaldo hat fast alles in seiner Karriere erreicht. Neben seinen 14 inländischen Trophäen bei seinen Spielzeiten in Manchester und in Madrid gelang es ihm außerdem unglaubliche 4-mal die Champions League zu gewinnen. 2016 schafft er es sogar mit der portugiesischen Nationalmannschaft den Europapokal zu gewinnen. Etwas, was sogar portugiesische Legenden wie Eusebio und Luis Figo nicht schafften. Obendrauf ist seine persönliche Auszeichnung unendlich. Es reicht schon zu sagen, dass der Portugiese seit 2007 in der UEFA Team of the Year gelistet wird, währenddessen obendrauf noch 5 Ballon d'Ors kommen. Mit Erreichen des 33. Lebensjahrs ist es wahrscheinlich schon an der Zeit zu sagen, dass seine Sportkarriere sich langsam dem Ende widmet. Deswegen schauen wir uns jetzt 5 wahrscheinliche Stationen, wo der Portugiese seine Fußballkarriere beenden könnte. Auf der Nummer 1 steht Real Madrid. Nicht wirklich überraschend kann es durchaus sein, dass sein momentaner Arbeitgeber auch sein letzter wird. Sein momentaner Vertrag läuft noch bis 2021, sollte er in Madrid bleiben. Und somit könnte er mit 36 Jahren sich Gedanken um seinen Rücktritt machen. Obwohl er sich ständig an seinem Spiel gewöhnt hat, vor allem als Stürmer bei Real Madrid, nachdem er sich als Flügelspieler einen Namen gemacht hatte, drehte sich Ronaldos Spiel immer um sein rasantes Tempo und sein körperliches Können. Attribute, die mit zunehmendem Alter aber leider abnehmen. Allerdings wird der Stürmer mit verschiedenen Clubs in fast jedem Transferfenster in Verbindung gebracht. Zusammen mit mitlaufenden Vertragsproblemen wird berichtet, dass Ronaldo bei den spanischen Giganten unglücklich sei und somit früher oder später einen neuen Club suchen wird. Nummer 2, Manchester United. Die niemals endende Geschichte. Seit Ronaldos Abschied von Old Trafford ist fast kein Jahr mehr vergangen, wie gerne er ins Theater der Träume zurückkehren möchte. Der frühere United-Flügelspieler hatte eher einen harten Start in seiner Karriere in Manchester, aber sobald er Fuß gefunden hatte, wurde er in kurzer Zeit zum Publikumsliebling. United sah immer bereit, Geld auszugeben, um die Rückkehr möglich zu machen, aber aus verschiedenen Gründen konnte ein Deal nie abgeschlossen werden. Obwohl Jose Mourinho eigentlich mehrere Angriffsoptionen auf seinem Bildschirm hat, würden die United-Fans nichts lieber tun, als Cristiano ein letztes Mal die berühmte Nummer 7 tragen zu sehen. Auf der Nummer 3 liegt Miami. Der erste No-Name auf der Liste, da dieses Team noch gar nicht existiert. Sollte aber der portugiesische Superstar sein Glück in Amerika zu versuchen, scheint Miami das wahrscheinlichste Ziel zu sein. Denn David Beckhams neu gegründete Franchise soll der Major League Soccer bei seiner Expansion von 23 Teams auf 28 unterstützen, bis die Billigung durch die Liga erfolgt. Miami könnte Ronaldo aus verschiedenen Gründen interessieren. Auf der einen Seite würde es ihm die Möglichkeit geben, seine Marke CR7 in den USA zu erweitern und gleichzeitig ein aktiver Spieler zu sein. Auf der anderen Seite ist Miami ein Hotspot für Prominente und Ronaldo ist dort durchaus bekannt. Außerdem würde ihm die Florida-Sonne auch nicht schaden. Kommen wir zu Nummer 4, Paris Saint-Germain. Wie Manchester United jagt der französische Club Ronaldo jetzt schon eine ganze Weile. Vor allem im vergangenen Sommer schien der Transfer fast besiegelt zu sein, als sich der portugiesische Nationalspieler offenbar mit dem Clubboss Nasser Al-Khelaifi traf. Die Rekordverpflichtung von Neymar letzten Sommer könnte allerdings das Ende der Pariser Jagd auf Ronaldo signalisieren. Obwohl aktuelle Berichte behaupten, dass PSG noch ein festes Interesse daran hat, ihr langfristiges Transfer Ziel zu erwerben. PSG wäre wohl bereit, Ronaldo den größten Gehaltscheck anzubieten. Ein Faktor, das kurz vor seinem Rücktritt nicht unterschätzt werden sollte. Obwohl abseits des Platzes seine Marken prima laufen, könnte er immer noch versuchen, die Pariser Cashcow zu melken. Nummer 5, Sporting Lissabon. Das wahrscheinlich romantischste Szenario, eine Rückkehr nach Lissabon, wäre der herzbewegendste Schritt, den Ronaldo machen könnte. Sporting gab Ronaldo die Plattform, sich zu dem zu entwickeln, wer er heute ist, und sie hoffen immer noch auf die Rückkehr ihres verlorenen Sohnes. In Anbetracht ihrer mangelnden Finanzkraft mag Sportings Versuch, ihren ehemaligen Flügelspieler zurück in den Club zu locken, komisch erscheinen. Sollte Ronaldo aber bereit sein, einen Teil seines Lohns zu opfern, würde
würden sie ihn mit offenen Armen willkommen heißen. Der Portugiese hingegen hat immer und immer wieder gezeigt, was sein Land für ihn bedeutet. Neben seiner Entschlossenheit entwickelte sich Ronaldos Heimatstadt Funchal auf der Insel Madeira, während er für die Nationalmannschaft auflief, langsam zu Cristiano Ronaldo Town. Neben der berüchtigten Statue gibt es auch das CR7 Museum und sogar Madeiras Flughafen ist nach ihm benannt worden. Natürlich ist Geld ein großer Faktor, aber der Portugiese hat sicherlich eine Schwäche für sein Heimatland. Und damit wären dies 5 meiner Meinung nach vorstellbare Clubs, in denen Ronaldo seine Karriere beenden könnte. Ich will von euch wissen, wo Ronaldo eurer Meinung nach seine Karriere beenden könnte. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich außerdem um ein Abo freuen und einen Daumen hoch. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.